Hallo und willkommen zurück zu Blue Reflection. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Gesprächsoption, die wir da letztes Mal gefunden haben. Ich habe das Schulgelände noch abgesucht, habe noch zwei weitere gefunden. Und dann habe ich gesehen, dass wir hier im Chat noch einen anderen Knopf drücken können, nämlich Topics. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann werden mir hier diese drei Sachen angezeigt. Fangen wir mal mit dem an, was wir noch letzte Folge gefunden hatten. Basketball ist so perfekt für Kai, ja, vor allen Dingen, weil sie so groß ist, ne? Ich kann mir gut vorstellen, wie sie übers Feld sprintet. Vielleicht sollte ich sie deswegen mal befragen. Ich habe eine Frage an jemanden, der im Basketballclub ist. Ja, spuck's aus. Ist Basketball nicht hart für dich? Ich meine, du bist ziemlich groß, aber du bist jetzt nicht so kräftig gebaut, glaube ich. Ich frage mich, ob du Tricks hast, damit du besser spielen kannst. Nein, nein, man kriegt einfach den Ball, passt den Ball, schießt den Ball, nicht mehr, nicht weniger. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ja, komm doch mal zum nächsten Training, dann siehst du das selbst. Kann ich jetzt nochmal ein bisschen hochscrollen? Achso, dann kannst du mich beim nächsten Training kannst du mich glänzen sehen. Was, du lobst dich so selber? Ja, mache ich. Naja, so ist halt Kai. Dann besuche ich dich das nächste Mal. Ich will dich glänzen sehen beim Basketball. Alles klar, wir sehen uns dann. Das nächste Gespräch wäre die kleine Yuzu. Wir sind in derselben Klasse, aber Yuzu ist so klein. Ich meine jetzt wirklich klein. Ob sie das wohl stört? Mich wird es ja stören. Ja. Sind wir eigentlich in derselben Klasse? Ja, wieso? Was ist damit? Ja, Yuzu, du bist so klein. Ja, du bist aber auch mal offen raus, Hina. Überleg doch mal, wie sich das arme Mädchen denn fühlt, wenn du sowas zu ihr sagst. Nein, so meinte ich das doch gar nicht. Ich meine, du bist so niedlich klein irgendwie. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass du vielleicht nicht genügend isst. Ja, Diskussion versagt. Ganz egal, wie nett es auch eigentlich klingen soll. Damit ist das Gespräch beendet. Tut mir leid. Ja, das kann man sich übrigens denken. Also es ist eigentlich oft so, dass kleine Menschen gerne größer wären. Nicht immer, aber oft. So, dann haben wir noch eine Ballettfrage mit Sarasa. Ich möchte mit jemandem über das Ballett sprechen. Und da gibt es ja keinen besseren Gesprächspartner als Sarasa. Hey, Sarasa. Ich möchte mit dir über Ballett sprechen. Macht dir was aus? Nein, das Thema Ballett habe ich von dir ja schon eine Weile nicht mehr gehört. Bist du irgendwie krank oder so? Nein, nein, mir war gerade nur danach. Ja, war doch nur ein Spaß. Also, wie wäre es denn mit unserer nächsten Lunchpause? Ja, klar, gerne. Okay, ich freue mich schon drauf. Aha, also sind das Sachen, die wir dann später unternehmen können? Das werden wir ja feststellen, ob wir jetzt nochmal Basketballtraining mit Kay haben oder irgendwie Lunchgespräche mit Sarasa. Jedenfalls würde ich heute, wenn es möglich ist, gerne mit Chihiro den Heimweg antreten. Aber vorher haben wir noch eine Nebenquest. Und wenn man sich die nochmal genau anguckt, was ich natürlich vor dieser Folge gemacht habe, sehen wir, wir müssen dafür, deshalb stehe ich übrigens auch auf dem Dach, zwei Sachen herstellen. Reflect Drink und Tenacity Enhancer.
Und dazu müssen wir hier mal eben ins Überall gehen. Ich hoffe, wir können es da herstellen. Und haben die Zutaten. Wo geht's denn hier? Ach, da geht's weiter. Und wo ist hier ein Crafting-Stein? Ich meine, die Sachen nehme ich natürlich auch gerne mal mit. Burning Slime. Ich weiß nicht, irgendwo in so einem Rezept kam das vor. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gefunden hatten oder ob das jetzt neu ist. Da ist der Kraftstein. Oh, und da in der Mitte. Das sieht spannend aus. Das will ich gerne noch mal eben abgreifen. Wahrscheinlich aber nur der übliche Kram. Jo. So, das, oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Ich will jetzt einfach mal eben weg, ja? Ach, das geht jetzt wieder nicht. Naja. Ist mir egal, wenn ich jetzt hier nicht fliehen kann, dann irgendwann bin ich doch hier aus diesem Dungeon raus. So. Darf ich mal in Ruhe hier hin, ja? So, wir brauchen... Tenacity Enhancer können wir herstellen. Eigentlich kann ich auch direkt zwei davon mal bauen. Dann haben wir noch einen dabei. Für später. Und dann brauchen wir noch einen Reflect Drink. So, dann machen wir die anderen Sachen auch einmal. Dann haben wir die alle zumindest mal. Zutaten haben wir noch genug davon. Ja, hiervon jetzt nicht so viel. Aber einen Chipped Crystal können wir ruhig mal opfern. Handwärmer können wir noch nicht mehr herstellen. Da fehlt uns Burnt Horseshoe. Ach so. Gut, dass ich das hier gerade sehe. Burnt Horseshoe haben wir in der letzten Folge auch verwendet, um ein Fragment aufzuwerten. Das heißt, die Zutaten überschneiden sich hier schon. Muss man ein bisschen aufpassen. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Leider nicht. Gut. So, mit den Leuten anlegen würde ich mich jetzt ungern. Gehe ich einmal noch hier rein. Okay, dann hauen wir jetzt ab. So, und jetzt müssen wir wohin? Nurse Office.
Das wird dann wohl hier sein. Ja. Ah, das ist das erste Mal, dass ich so viel Spaß bei einer Unterhaltung hatte. Ich kann mich einfach so locker mit dir unterhalten. Vielen Dank. Glaubst du, wir können irgendwann das nochmal wieder fortsetzen? Okay, jetzt können wir zwei neue Sachen craften. Ein Befeuchter quasi oder so eine Art Feuchtigkeitscreme. Und Reflexionspulver. So, haben wir noch weitere Missionen? Nee, wir können nur nach Hause gehen und das machen wir dann wie geplant mit Chihiro. Ich glaube hier. Ja, hier links, glaube ich. Nee. Doch, da. Ja, gehen wir doch mal gemeinsam nach Hause. In den Gemischtwarenladen. Schau mal, Chihiro, was hältst du von diesem Laden? Ich dachte mir, du magst bestimmt all die niedlichen kleinen Dinge, die sie hier zu verkaufen haben. Naja, ich nehme das mal als Daumen hoch. Du hast dich jetzt eine ganze Weile hier umgesehen, aber hast du auch was ausgesucht, was du gerne kaufen möchtest? Hier, ein Geschenk für dich. Für mich? Ja, ich hoffe... Achso, nein, ich will hier ein Geschenk für dich kaufen. Ich hoffe, du magst etwas, was hier ist. Ich weiß nicht, welches gut wäre, also habe ich das alles hier genommen. Was denn, hat sie die ganze Zeit sich hier umgesehen, um was für mich zu finden? Ja, danke, Chihiro, aber ich kann das nicht alles annehmen. Oh. Aber wir nehmen einfach zwei, dann haben wir jeder eins. Ja. Oh, wir können diesmal was summen. Höre ich da etwa ein Klavier? Spielt da jemand Klavier? Ich glaube, ich habe noch nie so ein schönes Piano gehört.
Auf diese Art und Weise werde ich nie das spielen können, was in meinem Kopf ist. Ich werde mich beim Vorspielen völlig lächerlich machen. Ich raff's einfach nicht. Was ist denn, was stimmt denn nicht mit mir? Was läuft denn hier? Da ist eine völlig Fremde in einem Alchemistenkostüm und die starrt mich so an. Aber wenn ich jetzt zu aggressiv reagiere, könnte es noch in eine Schlägerei ausarten. Ich sollte jetzt einfach so tun, als wäre ich ganz ruhig und sie einfach fragen: Und wer bist du? Nur mal so, du hast gerade laut gedacht. Und wer bist du? Und sie zieht das jetzt trotzdem durch. Naja, egal. Ich bin Hinako Shirai. Ich bin hier im ersten Jahrgang. In der normalen Klasse. Und wie ist es bei dir? Ja, sie wird wahrscheinlich in der B-Klasse sein, weil sie so ein Musiktalent ist. Ich bin Fumio Taya, auch erster Jahrgang, aber in der Spezialklasse. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, schön, noch einen weiteren Frischling kennenzulernen. Ich schätze mal, du bist in der Spezialklasse, weil du Klavier spielst. Da hast du mich wohl gehört. Hast du auch meine Selbstgespräche gehört? Ja, das habe ich, aber du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Ich bin ja keine Expertin, aber wie du gespielt hast, klang es einfach nur wundervoll. Ach, das war doch gar nichts. Jeder könnte dieses Lied mit ein wenig Übung spielen. Aber wenn ich mich nicht verbessere, dann wird mein Vorspielen die große Katastrophe. Na, ich schätze, die Profis, die setzen an sich selber höhere Maßstäbe an. Ich weiß aber genau, was ich brauche. Und zwar? Ich brauche Spannung, brennender Enthusiasmus und überwältigende Dringlichkeit, die sich schließlich in Ekstase entlädt. Kannst du das auch nochmal mit einfachen Worten ausdrücken? Man könnte das Ganze als Todesmarsch bezeichnen. Das hilft mir gar nicht. Mein
Mein Vater arbeitet in der IT-Industrie als Softwareentwickler und er hat mir 1 Million Horror-Stories über Crunch erzählt. Ich glaube, Crunch ist halt die Zeit, wenn das Projekt kurz vor dem Abschluss ist und noch ganz, ganz viele Dinge erledigt werden müssen. Ja, und die letzte Periode von diesem Crunch, kurz vor dem Liefertermin, die nennt man dann halt Todesmarsch. Irgendwie wird das für mich immer noch nicht ganz klar. Kannst du mir da ein Beispiel geben? Beispiel, Beispiel. Allein der Versuch, es zu erklären, ist ein Albtraum. Aber ich glaube, bis ich meinen eigenen Todesmarsch erlebe, werden meine Klavierfähigkeiten auf diesem Niveau festhängen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Todesmarsch vielleicht nicht die positive Erfahrung ist, die du haben möchtest. Wenn du dich für Todesmärsche interessierst, könntest du ja selbst nach ihnen Ausschau halten. Sie öffnen eine ganz neue Welt der Möglichkeiten für dich, das kann ich garantieren. Oh, das klingt so nach Game-Mechanik, dass wir dann irgendwelche Spezialangriffe noch machen können oder so. So eine Art Limit Break. Ja, wahrscheinlich wird das auch noch eine Begleiterin von uns, die Fumio. Die Tasten marschieren weiter. Okay, jede Menge Sachen, die wir hier noch tun können. In Free Space. Oh, Hinako, heute war echt übelste Sorte. Was ist denn los? Ja, erst wurde mir ein Ball ins Gesicht geschlagen beim Üben. Au, und dann? Ja, dann bin ich beim Laufen gestolpert. Und dann waren keine Verbände mehr da. Ah, das war echt übel. Ja, das ist ganz schön deprimierend. Genau, und dann gab es den Kuchen nicht mehr, den ich nach dem Training eigentlich essen wollte. Ach, heute bin ich einfach total verflucht. Oh nee, das ist wirklich das Übelste. Es tut mir so leid für dich. Ja, da war irgendwas mit New wieder. So, Akko hat eine neue Geschichte geschrieben. Magical Girls schlagen Sephira zurück. Shirai, Yuzuki und Lime, die drei Reflektoren, also known as Magical Girls, sind wahre Heldinnen. Sie haben gekämpft, um unsere Schule zu beschützen und auch die Schüler. Und haben dann halt einen Angriff von einer riesigen Sephira abgewehrt und uns aus einer Krise gerettet. Ja, was da niemand weiß, weil die Zeit eingefroren ist. Naja, ich habe den Kampf mit eigenen Augen gesehen und war wirklich beeindruckt über die Schönheit der Magical Outfits und der Einzigartigkeit der Waffen. Falls du betrübt bist, weil du diese Aufregung verpasst hast, mach dir keine Sorgen. Dieser rasende Reporter hier wird über jeden Kampf Bericht erstatten. Ja, alle werden dich für verrückt halten, Akku, ist dir schon klar, ne? Dark Cave, ah ja, wir sind gerade dabei. Ich wollte
das hier möglichst hochbringen, glaube ich, alles. So, da hat sich nichts getan. Und hier tut sich, glaube ich, nie was. Das ist ja nur für den Hintergrund. Und missionstechnisch... Okay, wir können dann nach Hause gehen, was wir aber als nächste Folge machen. Und bei der Gelegenheit... dann über Todesmärsche nachdenken. Ich überlege gerade, wir haben ja Konversationen gehabt, unter anderem mit Sarasa. Das ist hier. Wegen der Nachhausegehbegleitung dachte ich, ich nehme mal Sarasa, um zu sehen, ob das jetzt was mit diesem Gespräch zu tun hat. Aber mit wem können wir denn jetzt hier reden? Mission haben wir ja nicht. Was ist denn hier? Ich werde mal mit den Leuten hier alle sprechen. Okay, mit Rin könnten wir jetzt nicht nach Hause gehen, warum auch immer. Und wie läuft's in letzter Zeit bei dir, Shihiro? Hast du irgendwelche Bücher gelesen? Und wie ist es denn gelaufen? Wurdest du jetzt ein bisschen einfühlsamer? Oder ein bisschen ja, direkter, ein bisschen extrovertierter? Naja. Scheint ja nicht so gut gelaufen zu sein. Es tut mir leid und... Ja, es tut mir leid und dabei hast du dir die Zeit genommen, mir den Ratschlag zu geben. Ja, mach dir deswegen noch keinen Kopf. Viel wichtiger ist jetzt, wie kann sie dann ein bisschen extrovertierter werden. Irgendetwas muss Chihiro zurückhalten. Ah, ich weiß, Chihiro fehlt einfach Selbstvertrauen. Selbst wenn du ein bisschen extrovertierter sein möchtest, geht das nicht ohne Selbstvertrauen. Also vielleicht sollte sie zunächst mal ihr Selbstvertrauen aufbauen. Hey Chihiro, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass du einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen brauchst. Also bau Selbstvertrauen auf. Ja, wie soll man das denn machen? Damit du müsst einfach in deiner Klasse oder der Schule irgendwelche Beiträge liefern, in Sachen, die du gut kannst. Hast du eine Idee? Ja, das wäre ja auf jeden Fall irgendwas Handarbeitstechnisches, dass sie da irgendwas macht, was dann der Klasse oder der Schule gefällt. Ja, ich könnte ja die Stofftiere, die ich herstelle, dazu benutzen, den Klassenraum zu dekorieren. Ja, verstehe. Ich schätze mal, deine Plüschtiere geben dem Ganzen eine angenehmere, eine weichere Atmosphäre. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und es ist auch ein Beitrag, den deine Klassenkameraden dann direkt wahrnehmen. Ja, ich dekoriere es bereits.
Wo ist jetzt bitte der Unterschied? Hast du das hergestellt, Chihiro? Oder war das deins, Chihiro? Also sie wird es ja hergestellt haben, oder? Und damit war es ja auch ihrs. Ich nehme das erste. Warte mal. Du hast das Stofftier hergestellt? Ja. Na, ich wusste ja, dass es einzigartig war. Auf eine Chihiro-Art und Weise. Ein wirkliches Original. Und was hat die Klasse darüber gedacht? Ja, es gab da eigentlich kaum Resonanz. Verstehe. Kannst du denn noch was anderes wirklich gut? Blumen. Ich kann mich gut um Blumen kümmern. Interessant. Wie wär's denn, wenn du dich um das Blumenbeet der Schule kümmerst? Es ist doch etwas, wo du gut drin bist. Und, ja, wo du dann Selbstvertrauen tanken kannst. Okay, ich versuch's mal. Okay, dann ist das abgemacht. Gib mir Bescheid, wenn du loslegen willst. Ja, vielen Dank, alles klar. Okay, noch ein Fragment von Chihiro. Und das macht was? Achso, das wäre das. Was können wir jetzt hier einrichten? Der Recovery Amount wird erhöht. Können wir das dem Holy Palace geben und das andere dafür wegnehmen? Da wird der Recovery Amount nur erhöht, wenn das Mana noch bei 30% oder mehr ist. Da ist dieser dann besser, der wirkt ja immer. Und wir können den wahrscheinlich noch buffen, diesen Skill, dieses Fragment. So, das andere Ding, das packen wir dann... Ja, wo heilen wir denn noch? Eigentlich nur Hinako. Mit dem... Na, das lassen wir mal so. Haben wir nicht noch Mana-Heilung oder sowas? Machen wir das erstmal hier jetzt rein. So, und dann haben wir noch unseren Level Up. Ja, es dauert dann ja noch so rund 3 Level, bis wieder andere Sachen passieren. Gut, das heißt, warte mal, L1, jetzt haben wir hier nichts mehr.
Das heißt, wir könnten jetzt nach Hause gehen. Und da wollte ich ja Sarasa bitten. Die ist hier. Das machen wir aber erst nächste Folge, weil ich wieder erwarte, dass da einiges an Text geben wird. Nur mal eben sehen, ob es gehen würde. Nee, würde gar nicht gehen. Kann ich niemanden bitten, mitzukommen? Sieht so aus. Ich schaue trotzdem noch mal bei den anderen Leuten vorbei. Das war... Hier müsste Kay noch rumstehen. Geht auch nicht. Noch fragen. Und sonst bei den anderen Leuten weiß ich jetzt gerade nicht. Also Rin hatten wir auch schon gefragt. Sonst weiß ich nicht, wen wir noch fragen könnten. Nee. Gut, dann gehen wir nächstes Mal einfach so nach Hause. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.